Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, ich habe mächtig Spaß. Und zwar liegt das an diesem schönen fliegenden Gebäude aus dem Film Oben. Guckt mal einen schneller Rundumblick. Danach hebe ich es hoch, dass wir auch unten gucken können. Es ist richtig, richtig, richtig schön. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil es ist natürlich dieses Schwerkraftspielchen. Ne? So, jetzt können wir das so anschauen. Ganz toll gemacht. Jetzt gehen wir gleich in die Details rein. Also, zunächst einmal, die Steine sind absolut super. Minim am höchsten Lego-Niveau. Ja, so auf höchstem Lego-Niveau von der Klemmkraft her. Tolle Fliesenqualität. Tolle Klemmkraft. Ich bin ehrlich überrascht. Das Einzige, was abfällt, sind die kleinen Scheiben. Die sind milchig. So. Abgesehen davon, nichts einzuwenden. Toll zum Bauen. Toll zum Bauen. Und jetzt nehmen wir das Ganze runter. Ich habe auch vorher geguckt, bevor ich das bestellt habe. Ich habe da einige Lego Ideas Set gesehen, aber keins davon trifft dieses hier. Sind natürlich alle ähnlich, schließlich ist das Vorbild ja da, ne? Aber es ist keines war so klein wie dieses hier. Das ist ein richtig hübsches kleines 602 oder 603 Teile, 603 drei Teile Set. Und jetzt fangen wir mal an. Guck dir mal die schöne Ballontraube an da oben. Fantastisch, oder? Das ist doch richtig, richtig schön gemacht. Das wirkt so richtig. Die werden auch cool gebaut, da kommen wir im Bauspaß dazu. Es ist richtig toll. Fangen wir mal ausnahmsweise mit der Rückseite an. Und wir sehen hier einfach eine Tür, die kann man natürlich nicht öffnen, das ist ein Fensterrahmen mit dem braunen Tür. Ich meine, das ganze Set ist ungefähr 12 oder 14 Noppen lang und 10 tief. Ne? Hier hinten haben wir auch noch so einen kleinen Gitter als quasi Fußmatte. Dann gehen wir mal rüber. Mir gefällt die ganze Optik, oder? Also das hier ist einfach toll. Also ich finde es toll. Dann haben wir hier einen schönen Erker. Also Erker ist zu viel gesagt. Nein, so ein Dachgiebel, ne, wo rausguckt. Der ist ein bisschen wackelig, weil der ist an einem Pin drin. Ne? Hat übrigens sehr interessante Bauweisen für so ein kleines Set. Aber das ist ja egal. Also ich meine, es sieht cool aus. Guckt mal die Fliesen an, seht ihr da oben? Das schöne Schwarz. Das ist ganz toll. Mir gefällt das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Dann gehen wir hier rüber und kommen zur Front. Und auch hier wieder ein schön gelungener Giebel oben. Mit dem Fenster, wo man reingucken kann. Aber die Qualität ist nicht so toll. Ich zeige euch das nachher im anderen Beispiel. Spielt aber keine Rolle. In dem Haus ist nichts. Ist auch zu klein. Dann hier vorne haben wir dieses schöne Geländer mit dem Greifarm angedeutet, die kleinen Treppen rauf und runter und zur Tür. Hier die zwei schönen Pfosten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier sind wir noch auf der letzten Seite. Auch hier wieder hübsch gemacht mit dem Blau als Unterschied. Gefällt mir sehr gut. So ein Dachluke soll das wohl darstellen. Hier oben haben wir den Kamin. Von unten sieht das so aus. Die da hier könnte man auch wegnehmen. Zeige ich euch gleich warum. Ich mache es aber nicht. Ich sage euch auch gleich warum. Also. Dann. Das ist das gute Stück von unten. Jetzt kann man natürlich noch das hier wegnehmen. Das gehört natürlich zum Teil. Und da haben wir es schlicht und einfach. Ich meine, es ist ein sehr kleines Set, das ist 16 auf 16, ja, Grundplatte.
Und da kannst du nicht zu viel machen. Und ich finde es toll, dass sie nicht noch irgendwelche Blumen in die Ecken geschmissen haben oder sonstigen Schischimischi. Ja? Weil diese Schlichtheit gefällt mir unglaublich. In der Größe will ich nichts mehr. Das Schöne ist auch hier, man kann die Gartentüren aufmachen. Und wir haben hier noch einen kleinen Briefkasten mit so einer Pyramide da oben drauf. Wird man weiß in weiß kaum sehen. Hammer, Hammer. Jetzt kommen wir noch zu etwas anderem. Jetzt kann man das nämlich auch noch wegnehmen, wenn man möchte. Die Teile könnte man auch noch wegnehmen, wenn man möchte. Und das Häuschen da drauf setzen. Jetzt hat es ein Problem. Ich müsste das der hier wegnehmen, damit ich das richtig drauf aufsetzen kann. Ich werde es aber nicht machen. Das ist relativ knifflig, nachher wieder da dran zu setzen, weil du hast nur wenige Flächen, wo du wirklich dagegen drücken kannst. Ja. Deswegen nehme ich jetzt von den übrig gebliebenen drei 2x4er Plates sind übrig geblieben, finde ich toll. Wenn ich so eine Qualität habe, finde ich es immer toll. Dann kommt das Ganze da drauf. So. Und man könnte das Ganze noch in einem solchen Zustand hinstellen ins Regal, wenn man möchte. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt sehr schlau, weil ich meine, wir haben hier wirklich mal endlich eins von diesen. Ach, ich weiß nicht mehr. Wenn ich den Namen versuche auszusprechen, werden mich alle auslachen. Deswegen lasse ich es. Aber ihr wisst, was ich meine, diese Vorgaukeln von Schweben. Tänze, ah, keine Ahnung. Da gibt es ja nicht sehr viele zivile Modelle. Und von oben gibt es ja auch nichts groß. Also bei diesen Schwebeteilen, das, was mir da so einfällt, sind hauptsächlich, wie heißt das, diese von WOMA, wo du so Kampfflugzeuge hast, die über eine kleine Miniaturwelt fliegen. Finde ich ja prinzipiell super. Aber da wäre es mir doch lieber, wenn du das auch mal mit zivilen Modellen hab. Ich bin nicht der Fan von diesen Militärsachen. Da gibt es schon genug. So, und schon hält das. Habe ich geschafft. Ja, es sieht doch klasse aus, oder? Es ist doch einfach klasse. Es ist doch einfach klasse. Ganz cool. Es gibt irgendwo so ein Schloss noch, habe ich gesehen. Da muss ich mal noch mal genauer angucken, ob das was für mich wäre. Nachteile. Ach so, Nachteile. Wenn man möchte, dann könnte dieser Block hier. Nee. Nee. Ich habe nichts zu meckern, Leute. Ich habe nichts zu meckern. Die Steine sind gut. Das Bauen ist gut. Das Produkt ist toll. Ich habe nichts zu meckern. Fertig. Bauanleitung von DK. DK hatte ich jetzt noch nie. Das ist das erste Mal. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen ist. Werde ich noch irgendwann rausfinden. Dann sage ich es euch. Also jetzt nicht in dem Video, aber also. Wenn DK tatsächlich diese Steinequalität hat, dann bin ich gerne dabei. Es sind 603 Teile und die Bauanleitung ist Vollfarbe. Es geht ähnlich ab wie bei Lego, allerdings auf kleinerem Raum. Ne? Wo Lego zwei Seiten macht, haben die hier eine. Ja, nun, soll's. Lässt sich gut nachbauen, ist kein Problem. Also ich brauche eine Lesebrille und ich kann es gut erkennen. Ist alles rot umrandet, was dazu kommt. Tipptopp. Ich baue was meine Bau zum Beispiel hier sowas mit Baurichtungsumkehrern und Slopes und so weiter für da oben für den Erker. Das ist toll. Dann baut man hier für das Dach, also für den einen Teil vom Dach, baut man hier C-Clamps und dann kommt dieses L-Teil da rein und daran wird dann nachher die Dachschräge hier befestigt. Fantastisch. Richtig, richtig toll. Macht richtig Spaß. Auch das Teil hier vorne.
Es sind so Kleinigkeiten, ja. Es sind Kleinigkeiten. Jetzt nicht riesen innovativ aufregend, aber es sind Kleinigkeiten, die funktionieren und einfach Spaß machen. Jetzt noch ganz kurz, so ist es von innen, ne? Ja gut, ich meine, was willst du von 2x10 erwarten? Hast ja keinen Platz, ne? Brauchst du auch nicht drin. Das Teil ist so super. Was eben ein bisschen knifflig ist, stimmt, das könnte man eben schnell zeigen. So kommt. Nein, noch nicht. Ah, das haben wir schon da. Wo ist es denn? So, also. So wird das eine Dach gebaut und dann hat man diese Hinge-Aufnahmen mit den Gegenstücken, die hier sind. Und dann muss man, also da hat man ja die schwarzen Fliesen von außen, dann unten werden die ein bisschen einmal mit einer Lage Plates überbaut, aber nicht jetzt hundertprozentig perfekt, dafür ist es zu klein. Und dann musst du alles auf einmal in diese drei auf einmal reinknallen. Ja, das ist ein klein wenig knifflig und da muss man dann zum Schluss dann nachher nochmal vorsichtig mit den Fliesen arbeiten und drücken, dass das richtig schön gerade ist. Das ist aber auch der einzige Anspruch daran. Und wie man das jetzt hier nach oben in die Luft bewegt hat, habt ihr ja gerade gesehen, es ging ja relativ gut. Ja, also, ne? Also Bauspaß, tipptopp. Ich habe schon lange nicht mehr durch die Bank weg von A bis Z so viel Spaß gehabt wie an diesem Set. Und ich bin auch selten so zufrieden gewesen wie mit diesem Set am Ende. Es ist genau das, was ich erwartet habe. Eine schöne, kleines Modell des Obenhauses aus dem Film Oben, ne, vom Opa. Ich bin begeistert. Qualität der Steine ist gut, Bauspaß ist gut, Endprodukt ist toll, Design ist toll, alles toll. Leute, wollt ihr noch wissen, ob es eine Empfehlung braucht? Empfehlung, absolut. Ich tue euch mal ausnahmsweise den Link unten runter von Ali, weil ich habe das sonst nur einmal bei Amazon gesehen, aber da war es teurer und Amazon nehme ich nur dann, wenn es wirklich gutes Geldersparnis gibt, ansonsten nicht so meine Welt. Persönliche Ansichtssache, völlige Idiotie, braucht man nicht nachmachen oder bewerten. Jedenfalls, ich mache euch den Link unten rein, könnt das dann selber gucken. Ihr habt ja sonst auch die Nummer, die mache ich ja wie üblich oben im Titel. Und könnt ihr auch selber suchen und bei einem Händler eurer Wahl bestellen. Ne? Genau. Ich verdiene ja eh nichts dran, mir ist es wurscht. Ich finde das Teil einfach toll. Gut, also, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hab viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye bye.